Moin Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge von Mittelerde Mordor Schatten. Falls ihr es gerade mal gesehen habt auf der Karte, unser Grauk läuft gerade weg, mit dem wir gerade hergeritten sind. Beziehungsweise, die wir missbraucht haben dafür. Der dunkle Reiter, die Diener des dunklen Herrschers machen sich bereit, ihre Gefangenen hinzurichten. Doch der dunkle Reiter stürzt auf sie herab und ließ keine Gnade walten. Reite den Karagor. Töte die Uruks, um die Hinrichtung zu verhindern. 400 Meter, 200 Meter, zack. Ja, Karagor, du brauchst ja nicht über alles rüberspringen, was du findest. Ein paar Pfeile haben wir uns mal kurz gespitzt. So ein Karagor, den können wir besser dann zwischendurch aufzählen. Anzapfen. So ist wohl mal schön der Bogen stehen. Next one. 5 Karagor durch. 5 Uruks durch Karagorbisse. Also. Was war das? 1, 2, 3, 4, 5. Hallo. Spacko. Zack, Mission fertig, Aufgabe abgeschlossen, ohne den Bonus, aber egal. Ist nicht ganz so wild. Wir nehmen den gleich als nächstes hier. Wir wollen ja so ein bisschen. Ich will am liebsten alle diese Mission abschließen. Jetzt in dieser Folge eventuell. Die nächste Folge logischerweise auch, bis wir das fertig haben. Weil, wenn wir die Hauptquest jetzt nicht kloppen, wäre es natürlich auch ein bisschen langweilig. Wir haben alles, von daher kannst du gehen. Zack. Tödliche Geheimnisse. Es war dem Boden bis zu seinem Netzwerk aus Spione gefolgt. Er war dem Boden bis zu seinem Netzwerk aus Spione gefolgt. So machte er Jagd auf jede einzelne von ihnen, auf dass sie ihre Wissen mit niemandem teilen konnte. Folge den Boten und eliminiere die Würmer, ohne entdeckt zu werden. Ja, machen wir. Hier runter. Töte Uruks mit feindlichen, mit tödlichen Schattenangriffen. Erzähl uns doch nochmal, wie du diesen Waldläufer getötet hast. Halt die Klappe! Den Spaß gönne ich dir nicht! Rein theoretisch. Die Häuptlinge hatten vorhin ein geheimes Treffen. Kann ja nicht so geheim sein, wenn du da. Quatsch doch mit dem oder machst du überhaupt gar nichts gerade?
noch mal ein paar Leute töten hier. Nein, 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 nein. Was war das für ein Geräusch? Gar keins, gar keins, gar keins, gar keins. Fuck, 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 fuck. Der Hauptmann sagt, wir sollen die Augen aufhalten. Tja, ich sehe hier nichts. Du darfst nicht einmal blinken. Nur eine Sekunde der Unachtsamkeit und der Grabwandler hat dich erwischt. Mir egal, was ihn getötet hat, ist nicht mein Problem. Oh, alter Schwede, ey. Okay, das wird schon haariger hier. Vor allem, weil ich nur zwei Pfeile habe. Als ich von der Jagd zurückgekehrt bin, habe ich etwas Seltsames gehört. Was meinst du mit seltsam? Waren wahrscheinlich nur ein paar Ghule, die sich die Seele aus dem Leib geschrien haben. Jetzt. Eliminiere den Boden. Noch ein Bote. Wupp, wupp. Fertig. So. Haben wir noch was hier? Irgendwas Schönes? Da haben wir noch eins. Das schalte für diese Schwertlegende die Fähigkeit Kampfaufzehrung und Zerstörung frei. Kampfaufzehrung und Zerstörung. Kampfaufzehrung und Zerstörung. Zerstörung haben wir hier. Zack. Hier haben wir fast 5000 Punkte. Das geht ja schon mal gut krass ab, ey. Wir werden, denke ich mal. Ist halt einfach voll geil, wenn wir noch mehr Fokus hätten und noch mehr Pfeile. Episch wäre das. Deswegen machen wir das. Wir kämpfen also gerne mit Bogen. Und noch mehr Gesundheit haben wir rauf. Kein Ding, kein Ding. Wir werden mal kurz hier nachgucken. Zack. Schwertlegende 2. Dolch fehlen uns noch 3. Zack. Das haben wir auch freigeschaltet. Denn ist hier einmal Schwert, hier ist zweimal durchfällt noch jeweils einmal, das wird wahrscheinlich auf der alten Karte sein. Von daher werden wir uns mal da teleportieren. Guck, da war gerade gut, ey. Wir wollen dahin und nehmen dafür, wenn es geht, ein Taxi. Und leider wird es, nehmen wir gerade keins. Da wird also nix. Heißt ein Stück näher ran. Darfst du wirklich mal tauchen? Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Wir müssen das nicht weiter, wir müssen halt aufs Dach. Wäre schön, wenn ein Scharfschütze da gewesen wäre. Beziehungsweise ein Schütze, dann hätten wir da uns da hoch teleportieren können. Quasi das Taxi, was ich eben angesprochen habe. Aber naja. Zack. Die Macht des einen. Seine Macht erfüllte seine Feinde mit solcher Ehrfurcht und Terror, dass die Streitkräfte des Dornenherrschers nicht gegen ihre Brüder. Sich gegen ihre Brüder wandten. Brandmagazin Urux, lass sie einander töten. Verwende Kampfaufzehrung auf Urux. Schleicht da jemand umher? Ja.
um neue zu machen, die länger halten. Vielleicht sollten wir unsere ja, das ist ja mal wohl das geilste Gitter überhaupt. Was sogar da Pissen davon? Was willst du mit Leuchtfeuern, Leute? Was wollte man immer mit Leuchtfeuern? Guck. Das war ein free sexy Headshot, Alter. Aber das hat er gerne. Zack, machen wir noch einen, dann können wir mich auf das hier machen. Lass doch mal das Signalfeuer in Ruhe, ihr Fische, Alter. Du kannst unten bleiben. Was ist denn los mit euch? Zack. Und zack. Und noch einen. Und dann gibt es wieder eine schöne Brandmarkung hier. Das gibt neue Pfeile. Wir können also genau so weitermachen. Brandmarkung. Lässt du denn so mal sein oder was? Brandmarkung. Nein, müssen wir noch Brandmarken? Zack, zusätzliches Ziel erreicht. Dann töte mal irgendeinen hier. Einführung, Zerstörung. Die Uruks haben ihren Nutzen für dich verloren. Drücke K und zerstöre um Zerstörung einzusetzen. Diese wird alle gebrandmarkten Uruks töten. Fertig. Patsch. Sind jetzt aber nicht wirklich alle tot, ne? Zum Beispiel hier die hier. Die leben alle noch. Gute Sache. Ist ja auch ein bisschen arg heftig gewesen, wenn die jetzt auch noch tot wären. So, dann haben wir das nächste, was wir machen wollen. Haben wir denn in diese Richtung aus? Das ist mein Taxi. Ja, da oben steht eins. Ah, 71 Meter. Passt doch. Wir sind zwar mitten rein teleportiert, aber es ist mal wieder keinem aufgefallen. Die Reinigung des Schattens. Seine Feinde bemühten sich vergeblich, den Terror im Zaum zu halten. Er zerstörte sowohl ihre Bemühungen als auch ihre Hoffnung. Ja. Lasse dich nicht entdecken und töte Urak, Fackelträger in der Nähe ihres Ghoul-Nests. Locke Uruks an und lenke sie ab, um sie zu töten. Ja, da sind. Wir gehen mal erstmal in die Richtung hier. Ich hasse es, nicht entdeckt zu werden. Lasse dich nicht entdecken. Ja, gut, dann können wir doch mit vollem Bogen spielen. Das ist ja, dann glaube ich, schon mal wesentlich einfacher. Ja, da sehen wir von hier Gork ein. Das ist ja schon mal schlecht. Schlecht. Danke. Der Urk! Na und? Gemeuchelt! Kann der mal bitte hier in die Ecke kommen? So wurde es entdeckt. Ja, oh, alles klar, dann für gar nichts. Honigbier. Da hat sich was bewegt, da drüben. Ja, jetzt wurde ich entdeckt. Da habt ihr recht. Blas mal dein Teil. Ich tue jetzt mal so, als ob ich das gerade nicht schwul fand. Du glaubst wohl
du hast die Oberhand! Warte nur, bis mein Horn ertönt! Ja, hast du immun? Weiß ich nicht. Ich kann... Immun gegen Fernkampf. Ja, dann komm doch mal her, Pussy. Das können wir da nicht zulassen. Du stehst genau daneben, das ist so super, würde man daneben stehen, ey, ne? Mit dir funktioniert das nicht. Aber alles, was ich schon machen wollte, habe ich doch schon mit dir gemacht. Da kam der Sound, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Die Rune werden wir verbleiben. Zack, zack. Chance von 15% bei einem Angriff mit dem Bogen. Irgendwas zu kriegen. Wahrscheinlich Elbgeschosse. Zack, das nehmen wir mal gleich an. Focal Triggers. Das ist, weil wir den einen da vergessen haben. Den einen konnten wir nicht kriegen. Das Problem ist jetzt da, wo wir uns vorhin teleportieren. Da können wir uns jetzt nicht mehr teleportieren, weil der Typ tot ist. War der Scheiße. Ne, beziehungsweise eigentlich ist er nicht tot. Wir haben ihn ja nicht umgebracht. Aber er ist trotzdem tot. Fehlt das hier mal aufnehmen, ne? Ja, gut. Fehlt das hier mal aufnehmen, ne? Das war doch nicht auffällig. Da sind die nächsten zu den anderen beiden. Das Schlimmste an diesem Reich heute ist, dass sie sich hier. Stunden fingen die an, mir umzufallen. La 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 la. Ah, schön an der Reihe, okay. Kann ich nicht sehen. Meinst du, in dem jugendlichen Leichtsinn? Was machst du denn da, Junge? Wir wollen hoch hinaus. Da steht der vierte. Treffen von hier aus nicht. Den treffen von hier aus nicht. Dann müssen wir eine andere Möglichkeit finden. Wir müssen runter und die aus Entfernung ausschalten, ein bisschen von da hinten. Ich hoffe, wenn wir jetzt hier rüberspringen, merken die das nicht. Scheiße, 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 scheiße. Ja. Der Meister in den Minen müssen wir gleich heute härter arbeiten lassen. Ja, der Rüstmeister will nicht länger auf seine Vorräte warten. Sein Wettstein steht schon den halben Tag lang still. Er sagte mir, wann immer so ein Schmiedefeuer auszukühlen. Ich wieder ins Gebiet kommen. Ah, wir können ihn noch von dort drüben töten. Das
zu glauben, dass wir uns den ganzen Tag lang in dieser grauenvollen Hitze stehen lassen. Gräulich? Das Einzige, was hier gräulich ist, ist dein verfluchtes Gejammer. Immer noch nicht, ey. Ich habe hier draußen schon länger überlebt als alle anderen. Und warum immer noch nicht verstanden? Die Häuptlinge sind hier. Keine Elmgeschosse mehr, okay. Scheiße. Hast du das gehört? Ich wette mit dir, mein fast trockenen alten Sklaven, dass du nicht den Mut hast, dem Hauptmann zu sagen, was für ein feiger Lügner Gluck ist. Was hat er jetzt gesagt? Er hat gesagt, du hast die Bleichhäute entkommen lassen. Boah, ein paar Pfeile. Ach ja. Das sollte klappen. Pfeile vom Grabwandler sind nichts Besonderes. Einfach rausreißen und weiterkämpfen. Ja, kannst du ja versuchen. Wo sind denn scheiß Pfeile hier? Oh Mann, ey. Wozu tust du das? Na, la, schleicht da jemand umher? Nein. Das ist verkehrt. Vier sind das. Das sind eigentlich genau die, die wir brauchen. Als war der 4, da sind sie alle. Kann ich leider nicht von alle von hier treffen, aber. 1. 2. 3. 4, der ist da unter. Da sind die Pfeile. Ich glaube, das möchtest du nicht. Der Hauptmann berichtete, dass sich der Waldläufer in der Gegend aufhalten könnte. Haltet also Ausschau und seid bereit, Alarm zu schlagen. Kann er nicht runterspringen. Hallo. Ach, scheiße, da sind die nächsten. Kann ich hier runter? Ja. Sterben viel zu schnell, wenn ich sie foltere. Dabei schneide ich sie doch nur ein bisschen. Fertig. Warte. Kohle. Kohle sind euer Problem. Kann ich da nicht hoch? Doch, jetzt. So. Da haben wir noch den Dolch. Kann ich jetzt wegreisen? Schnellreisemöglichkeit? Ja, habe ich. Haben wir alles da. Aber, Leute, damit ist auch schon das Ende dieser Folge leider Gottes wieder erreicht. Und in der nächsten Folge machen wir die letzten drei Missionen und haben dann alle Schwerter, Dolch und Bogenmissionen fertig von der Haut rollen. Ich freue mich, euch in der nächsten Folge zu sehen. Bis später.